Guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben heute Freitag, den 30. November, meinen 209. Pilgertag. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Ich stehe vor meinem Hotel hier in Göl-Marmara. Und heute geht es gut 40 Kilometer nach Salihli. Das ist auch vorerst dann die letzte Tour, so quasi auf ebener Strecke. Und dann geht's in die Berge. Dann geht's übers Taurusgebirge. Das Wetter ist bewölkt, aber es soll heute wohl hoffentlich nicht regnen. Mal schauen, wie es sich anlässt. So, mal hier ein kurzer Blick auf meine heutige Strecke. Den Berg habe ich jetzt gerade geschafft. Und jetzt geht's wieder hinunter ins Tal. Hier ist alles mit Olivenbäumen bepflanzt und da hinten im Grau der Wolken sehr gut zu erkennen, das Taurusgebirge, das von West nach Ost verläuft und das ich nächste Woche überqueren muss. 30 Kilometer liegen hinter mir und noch schätzungsweise 10 bis 12 Kilometer vor mir. Und leider gibt es hier an der Strecke weder eine Tankstelle noch eine Raststätte noch sonst irgendwas. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Pause hier nach den 30 Kilometern, esse eine Banane und dann schauen wir mal weiter, dass wir dann zum Ziel so in 2 Stunden vielleicht kommen. Um 16 Uhr erreiche ich nach 42 Kilometern mein Hotel hier an dieser belebten Straße. Hoffen wir mal, dass das Hotel wenigstens schallgeschützt ist, dass es da drin nicht so laut ist. Ja, und das ist mein Zimmer für die nächsten 3 Nächte für 330 türkische Lira inklusive Frühstück. Das heißt ungefähr 20 Euro pro Nacht.